Martin, ich grüße dich. Herzlichen Glückwunsch, frisch gebackener Long Drive Weltmeister, World Champion. Ein paar Tage ist es erst her, wir haben das alles live verfolgen können. Hammer, also wir haben alle mitgefiebert nachts. Ich kann dir gar nicht sagen, aus Deutschland, wie selbst das für uns aus Deutschland emotional war. Ich habe auch ganz viele Nachrichten bekommen. Ja. Aber was uns natürlich viel mehr interessiert, wir haben es ja gesehen, aber wie war es für dich? Ich kann es immer noch nicht fassen. Also heute ist es immer noch für mich wie so ein Film, der da so abläuft, weil ich habe vor allem in den finalen Acht habe ich einen totalen Blackout, also ich habe das gar nicht richtig mitgekriegt. Und ich habe aus der Ego-Perspektive keine Erinnerung. Das ist alles irgendwie, ich habe natürlich dann mir das danach ein paar Mal, zwei, dreimal angeguckt. Ja. Und für mich ist die Erinnerung nur dritte Person aus dem Video. Also ich seh nur das, weil ich war in der Zeit so fokussiert und alles ausgeschaltet. Und ja klar, wenn ich jetzt die ganzen Sachen sehe, dann sehe ich auch, ja, da war mit mir, sonst ist mit dem Gehirn nicht viel los gewesen. Aber ja, das ist so meine Erinnerung und ich kann es immer noch nicht richtig fassen. Ich habe es immer noch nicht verstanden und das ist so viel jetzt in der Woche danach auch hier bei Fenris passiert, dass das bei mir noch gar nicht richtig angekommen ist. Und es ging alles so weiter. Ja? Leben geht weiter und Arbeit geht weiter. Ja. Und es ist halt nicht so, dass du World Champion wirst und dann dich erstmal eine Woche entspannst. Ich glaube, genau das Gegenteil ist der Fall. Ja. Wie war es bei dir? Ja, auf jeden Fall. Also es ging halt gleich weiter. Ich bin direkt zurückgeflogen, zwei Tage später nach Deutschland. Ich habe noch einen Tag in Las Vegas verbracht. Da haben wir aber auch ein Fotoshooting gemacht. Ich hatte dann natürlich viele Interviews, Podcasts, alles für Presse und so weiter. Und dann bin ich gleich, nachdem ich einen Tag zu Hause in München war, gleich wieder hochgeflogen nach Köln, um hier bei Fenris den Summit zu machen. Genau, da erzählen wir nachher noch was dazu. Ja. Wenn du sagst, du warst so im Tunnel wie die dritte Person, wo war denn dein Fokus? Du meinst während des Turniers? Ja, genau. Wenn du sagst, da hast du eigentlich das nur aus dem Video gesehen, aus der Aufzeichnung. Ja, also das Einzige, was ich weiß und was für mich strategisch ganz wichtig war, weil wir spielen ja immer 6 Bälle in 2 Minuten 30 Sekunden. Ja. Und wir müssen das Grid treffen. Also das Grid ist in Mesquite, was ein Sportkomplex ist. Da hinten das Grid selbst sind Fußballplätze eigentlich. Ist echt ganz cool. Und auch die 2 Minuten 30, 6 Bälle, das muss man mal versuchen. Ich sage mal den Leuten, stellt mal eine Uhr, probiert mal 6 Drives, volle Kanone, aber in ein Ziel, noch Korridor noch zu bringen. Und nicht einfach nur mit den Sachen mit aufziehen, mitmachen, mit tun. Ja. Das ist ja eine eigene Aufgabe. Ja, total. Also wenn ich das erste Mal mache, dann, es gibt zwei Herangehensweisen. Oder was ich so sehe, wenn Leute neu im Sport sind. Entweder die sind viel zu schnell fertig, haben noch eine Minute 30 auf der Uhr, weil die einen Ball nach dem anderen knallen. Ja. Oder es ist viel zu langsam und die kriegen nicht alle 6 raus. Aber wenn du das ein paar Mal machst und auch professionell betreibst, dann hast du da diesen Rhythmus drin und dann ist das nachher wie eine Pre-Shot-Routine im Golf, die ist immer gleich. Also das ist deine Routine, genau. Du hast x Sekunden und dann hast du immer noch ein paar Sekunden Reserve, vermute ich mal. Und dann genau, also ich normalerweise kommt der letzte Ball raus so bei 3 bis 5 noch auf der Uhr. Ja. Und 3 Sekunden. Ja. Und in Mesquite ist besonders, es ist eigentlich ein Sportkomplex, auf dem Fußball oder alles Mögliche gespielt wird, Multisport. Und die ersten 200 Yards unseres Grids, die auch nicht zählen, das Grid fängt ja erst bei 270 an, sind aber Kunstrasen. Und auch oben unsere Teebox ist Kunstrasen. Und dahinter ist dann normaler Rasen, der jetzt auch wieder nochmal overseeded wurde im September und deswegen nicht so wirklich viel Roll gegeben hat. Das ist unterschiedlich, je nach Jahreszeit da. Anfang des Jahres im April, Mai gibt es noch ein bisschen mehr Roll und deswegen sind die Längen auch meistens länger. Also es ist immer relativ. Wird neu eingesät, genau, also es wird einfach drüber gesät. Ja. Ja, das machen die. Und dann wird das einfach so schwammig. Und dadurch rollt es einfach nicht viel. Das gibt halt einfach weniger Bounce und Roll. Ja, und dann haben wir trotzdem Zahlen, die vom anderen Stern sind, was Längen angeht. Ja, gut. Dann, also der Wind hat ein bisschen geholfen, das muss ich dazu sagen. Ja, also es waren so 3 bis 5 Meilen Rückenwind, dann ein bisschen Across vielleicht. Aber es war auf jeden Fall kein Gegenwind. Also es war jetzt nicht so, dass der Wind uns 40, 50 Yards gegeben hat, aber es hilft auf jeden Fall auch schon mal mental, wenn du nicht in den Wind schlägst, sondern wenn du nur so ein bisschen Hilfe hast und einfach sagen kannst, ich launch das Ding so hoch ich kann da raus und dann ist das für mich von meiner Spielweise her schon mal hilfreich. Ich meine, das Finale war ja wie geskriptet letzten Endes. Ja. Wir haben es ja gesehen, wo man auch sagt, Bryson DeChambeau mit dir, auch noch dein Buddy, was wir so alles beobachtet haben. Da kannst du gleich nochmal, wenn wir ein bisschen zurückblenden, so ich sag mal, vielleicht mal die Historie noch, weil so ein Sieg entsteht ja nicht über Nacht. Ich nehme ja nicht die magische Long Drive Pille und hab das und zack, knalle ich die Dinger raus wie kein anderer auf der Welt, sondern das ist ja eine immense auch Hingabe. Wir kennen uns ja dann auch schon 5, 6 Jahre locker. Ja. Von gemeinsamen Tagen bei mir in Nienburg bis zu sonst was, wo wir uns immer wieder, unsere Fäden sind ja immer verwoben, was auch unglaublich Freude macht, sich so gegenseitig zu bereichern. Aber das Spannende ist ja, wenn du mal zurückdenkst, ich glaube damals bei meinen ersten Schwimmen, die ich von dir hatte, warst du so bei 143 Meilen
Schwunggeschwindigkeit ein bisschen müde, 103,45, sowas in dem Bereich, was ja schon in Richtung Top auch eben ging. Aber heute bist du ja bei 106,57, was ja. 160 sind ja auch. Ja, gestern hatte ich 158. 158, ja. Ne, das ist ja nochmal, man kann sich das ja wie beim Leistungssport vorstellen, hinterher auch beim Sprinter. Erst geht es um Sekunden, dann um Zehntel und dann um Hundertstel, ja, was die Weltelite ja auch macht. Das wird ja immer aufwendiger und eben auch spannender, dorthin zu gehen, immer optimierter. Vielleicht kannst du da nochmal sagen, so die letzten Jahre, wo immer du auch ansetzen magst. Gut, es ist, diese ganze Reise ist total gaga, wenn ich darüber nachdenke, weil wer macht das? Ich habe mich an irgendeinem Punkt entschieden, aus meinem Corporate Job rauszugehen. Ich habe IT verkauft im Grunde, also keine Keyboards und Mäuse und so weiter, sondern große IT-Projekte in einem großen Konzern. Und das war halt so ein gesetzter, guter Beruf, den sich Mama wünscht, so in etwa, ja. Und da dann halt auszubrechen und zu sagen, ich versuche jetzt einen Golfball so weit zu schlagen, wie ich kann, das ist ja total bekloppt eigentlich. Aber es hat sich in eine Richtung bewegt, dass ich sage, für mich war immer dieser Connect da aus, ich möchte was Neues lernen und mich immer weiterentwickeln. Ja. Und ich habe trotzdem noch diese, es hört sich jetzt ein bisschen blöd an, aber wissenschaftliche, pseudowissenschaftliche Komponente dabei, dass ich mit Sachen rumspiele und überlege, welche Variablen sind jetzt gerade ausschlaggebend dafür, dass ich den Ball weiterkriege oder dass ich schneller werde. So sind wir auch mal zusammengekommen, genau, um genau zu sagen, wie, was kann man mit Kraftmessplatten, mit dem GS3-System, genau, mit solchen Sachen halt auch, oder Zukunft der Fenris eben mit dem 3D-Motion Capture und all diesen Dingen eben machen. Also die Suche nach dem anderen eben auch da, natürlich eine ganz andere, spannende, auch intellektuelle und physische Herangehensweise kombiniert. Ja, und wenn ich überlege, ich habe lange keinen Golf gespielt, als Kind habe ich Golf gespielt, aber da gab es noch nicht mal einen Launch-Monitor. Ja. Und ich werde oft jetzt gefragt, vor allem, ich bin 31 jetzt, ich werde oft von Jugendlichen jetzt gefragt, wie schnell warst du denn, als du so alt warst wie ich? Ja. 14, 15, 16, je nachdem. Ne? Ja, natürlich. Und dass die sich vergleichen können. Ja. Und ich, die ehrliche Antwort ist, ich habe keine Ahnung, weil da gab es keinen Launch-Monitor. Ja, richtig. Und ich kann natürlich so überlegen, Pi mal Daumen, ich habe das und das grün gedrived damals und das war so und so weit. Welche und Länge bei, hast du genau, kannst du nur in Länge richtig. 270, 80, was auch immer, keine Ahnung gemacht. Ne? Und dann sage ich, als ich 14 war, war ich irgendwo zwischen vielleicht 100 und 105. So. Club Speed, ne? So mit einem dicken Daumen. Und dann ist auch noch die Frage, auf welchem System und so weiter, aber zumindest als Hausnummer. Und von dort aus, ja, war immer für mich spannend, was mache ich mit meinem Körper, was mache ich auch mit meinem Material. Und ich habe jetzt in den letzten 2 Monaten nochmal wieder so viel mehr darüber gelernt, dass ich sage, ich dachte, zu jedem Punkt dachte ich eigentlich, das ist es jetzt und das ist echt so für mich gerade optimiert. Und dann kommt das Nächste. Und das war jetzt gerade bei Schäften so eine Nummer, weil ich habe ganz lange die Kinetic-Schäfte für mich gespielt, die für mich super gepasst haben. Ja, man erkennt ja auch diesen grünen Look, genau, ne? Hellgrün, ähnliche Dinge, das haben wir toll gemacht, man erkennt die optisch sofort. Genau. Auch jetzt bei der Übertragung hatten wir gesagt, da ist ein Pedersen, da ist dies. Genau, das genau. Von der Marke her klasse gemacht. Richtig. Und ich kam davor von einem super steifen Fujikura, hatte dazwischen House of Ford-Schäfte, aber es war immer vom Flex her eher im steiferen Bereich. Ja, wir hatten ja damals auch geguckt, 3X, 2X. Gesagt, bei dir war ich das erste Mal eigentlich, dass ich runtergehe im Flex. Wir gehen wieder einen runter. Ja, genau. Und versuchen doch mal, ob das nicht ein bisschen einen Effekt hat, wenn der Schaft sich eben mehr bewegt. Und ja, die Pedersen, ja, ich habe hier auch noch einen. So einen, den ich jetzt auch aktuell noch. Welchen spiele. Hast du denn? Den LD30 Plus. LD30, ja, genau. Den hatte ich auch lange. Auch da, das ist einer der schon bei meinen Schwunggeschwindigkeiten. Gut, ich kann auch ein bisschen schneller schlagen für 55, 100, wenn ich warm bin, 110, 12, 15, Cruising Speed 102, 3. Ja. In Anführungszeichen auf der Bahn. Jetzt aktuell mit meinem TSR 2, 3 war wenig Luft. Ich warte noch auf den Low-Loft 8 Grad Kopf, damit ich ihn runterschrauben kann. das hört sich gut an. Aber das ist schon eben spannend. Das ist ein Schaft, den wir dann ja beide spielen. Zweimal mal den, zweimal Schaft. Genau. Also geht von 100 bis 160. Ja, genau. Was eigentlich, wenn man so auf die, ich sag mal, traditionellen Charts guckt, wo immer verglichen wird zwischen Schwunggeschwindigkeit und Flex, was ja eigentlich unlogisch ist an dem Punkt dann. Ja, das passt dann nicht. Aber es hat halt gepasst. Weil wenn du es passend lädst und entlädst, dann kannst du vielleicht sogar noch mehr Speed rausholen. Was ich bei dem aber festgestellt habe, ist, also erstmal, ich wurde viel schneller. Keine Frage. Jetzt, wenn ich bin runtergegangen, das ist dann ja eher in einem,
wenn wir jetzt mal in Flexes sprechen, wir haben damals überlegt, wir gehen von 3x auf 2x runter, weil Long Drive war halt einfach nur, das X stand schon mal und jetzt ist nur die Frage, wie viele. Ja, das war dann theoretisch ein zwischen... Richtig, genau. Etwas leichter geworden im Stand. Genau, zwischen R und S liegt jetzt der vielleicht. Ja. Sowas in dem Dreh, was ja eigentlich gar nicht traditionell passen würde zu einem Long Driver, weil eigentlich, als ich angefangen habe, habe ich immer gesagt, gib mir das steifeste Ding, was du da hast und dann gucke ich mal, wie ich damit das hinkriege. Ja, so in die Richtung. Und jetzt habe ich vor 2 Monaten zufälligerweise in Dallas, weil ich habe die letzten 6 Monate in Dallas verbracht, den John Sinclair kennengelernt, der TPT-Schäfte hat. Ja. Und von dort aus habe ich dann einfach mal ausprobiert, wie das, also ich bin ja sowieso immer am Rumtesten ohne Ende. Ich habe einfach mal ausprobiert, wie sich das so verhält. Und ich habe festgestellt, dass ich da viel, viel, viel weniger Torque habe, was bei meinem Laden- und Entladenmuster perfekt passt. Ich versuche das mal zu übersetzen. Ja. Also Torque, wir hatten ja gestern hier die Präsentation, ich habe hier noch meinen super weichen Schaft. Ne? Schäfte bewegen sich nach unten, nach rechts und nach links und die verdrehen sich eben auch. Also hier natürlich dann extrem, weil das ja, ich weiß nicht, viel Torque hier geht es ja nicht, weil das ja eigentlich nur so ein Gummiteil dazwischen eben ist. Das wird dann wahrscheinlich bei 20 liegen oder so, 20 Grad Torque. Ja. Und viele sagen, ach, der Torque schließt das, ähnliche Dinge, das hat einfach auch einen Einfluss aufs Timing. Ja. Und auch wie und wo beschleunigt. Beschleunige ich sehr hart, sehr rhythmisch, geht die Hand plötzlich nach oben, dann zieht sich das sehr stark runter und wieder sehr stark hoch. Wir haben es ja in beide Richtungen. Ich habe Leute, die langsamer schwingen, die brauchen fast 2 Stufen härtere Schäfte, als in der Tabelle steht. Und eben auch umgekehrt. Und bei dir natürlich als Spezialathlet muss es dein Timing unterstützen, wie deine Technik ist. Ich glaube, das ist nochmal ein völliger Spezialfall. Also das ist ja immer oft, wenn solche Videos geguckt werden, oh, jetzt probieren wir alle die Schäfte aus. Ja, ja. Weil wir nehmen jetzt alle auch den TPT Senior Flex Super Schaft. Ja. Nur aus meiner Erfahrung ist das, die verkaufen erstmal gut Schäfte, bis es dann wieder dahin geht, dass man sagt, man muss doch eben seinen finden. Das hat leider nichts zu tun und vor allen Dingen schenkt er eigentlich nicht die Schwunggeschwindigkeit. Wenn die das einbauen könnten, könnten die nehmen, was sie wollen. Das ist richtig. Plus 5 Meilen mit dem Schaft. Genau. Aber für dich war es halt nochmal ein tolles Erlebnis, dass diese Schafttechnologie mit TPT, werde ich auch demnächst noch mehr zu erzählen, halt anders aufgebaut sind, die Schäfte. Die kommen genau aus dem Mastbau, flechten, machen Weben in andere Materialien, viel mehr ähnliche Dinge und können halt Parameter technologisch durch die Lagen der Sachen so beeinflussen, dass ich zwar zum Beispiel wenig Torque habe, aber viel Bewegung. Was vorher nicht existierte. Genau, was so noch keiner designt hat. Genau. Und das ist ja die spannende Sache. Welche der vielen Parameter helfen jetzt eben dir? Und das war natürlich auch nochmal eine coole Nummer. Ja, Torque ist, also diese ganze Nummer ist so entstanden, weil über meine ganze Longdrive-Karriere habe ich natürlich erstmal meine Technik total verändert. Also da habe ich angesetzt. Es ist nicht so, dass ich von Anfang an jetzt den perfekten Schaft gesucht habe. Klar, immer. Aber ich habe jetzt nicht in eine Richtung experimentiert, die damals so eigentlich fast tabu war. Ja. Ne? Das war nicht der erste logische Schritt, sondern es ging erst in die Richtung, komm, wir packen erstmal alles voll mit Power-Elementen in deinem Golfschwung. Ich mit meinem Coach Lee Cox haben über 5 Jahre dran gearbeitet und sind dann irgendwann an einem Punkt gekommen, wo nur noch wirklich kleine Veränderungen nötig sind, ja, wo die kleinen Bits dann wichtig werden für, wie ist denn der Schwung unterschiedlich auf der Range und in Competition, wie gehst du da ran, dann der ganze mentale Aspekt und so weiter. Aber das Fundament ist da. So, und dann habe ich irgendwann halt den Switch zu Kinetics gemacht, was ein Quantensprung war in Sachen Speed, weil es für mich auf einmal viel müheloser war, dieses Speed zu erzeugen. Ich musste nicht mehr da brachial durch die Impact Zone durch, um überhaupt Speed zu generieren, sondern auf einmal konnte ich fast ein ganz entspannt, also natürlich nicht, aber es fühlte sich für mich im Vergleich total entspannt an und ich habe den gleichen oder sogar schnelleren Speed kreiert. Und das hat dann auf einmal dazu geführt, dass ich mit Sachen rumexperimentiert habe, wie Timing und solche Dinge. Ja. Und das war jetzt nochmal wieder ein Quantensprung mit TPT, weil da konnte ich dann aufgrund des geringeren Torques auf noch einen geringeren Flex gehen, der noch flexibler ist, also fast ein Ladies Light wäre. Ja, der Longdriver geht hier zum Ladies Light Schaft. Also bekloppt, wenn du drüber nachdenkst, ja, oder mit alten Denkmustern. Und jetzt kann ich noch mal ganz anders, und da bin ich auch wieder, lerne ich gerade, wie kann ich diesen Schaft noch
effizienter laden und entladen, um noch mehr Speed zu generieren und noch müheloser. Und ich bin dann noch lange nicht an dem Punkt, dass ich sage, ich habe das voll raus, sondern jedes Mal, wenn ich mit dem schwinge, und ich habe das jetzt erst, sagen wir mal, 10 Mal gemacht, ja, jedes Mal denke ich, okay, wenn du jetzt vom Gefühl her doch noch ein bisschen länger am Top of Backswing wartest, dann ist das Muster noch effizienter und der Kick noch effizienter und eigentlich habe ich mich aber nicht angestrengt. Und da geht es gerade hin. Und das ist das ja auch, warum wir immer so gerne zwischendurch ständig immer so ja. immer dieses außerhalb der Box denken ja. und nicht in die Tabelle gucken. Das ist es, dann hätte ich auch den Job nicht, das wäre mir viel zu langweilig. Aber eben auch in die Extreme zu gucken, was kann man mitnehmen aus deinen Sachen. Und was du eben sagtest, ja, das ist so leicht. Ich habe ein paar Schwünge, ich blende gleich noch ein paar ein. Auch gestern hast du ja auch noch mal ein bisschen was gezeigt. Ja. Dass manche sagen, es ist erschreckend, ich finde es ja faszinierend, wenn ein Meister, also auch im Handwerk oder ähnlich Ding oder in der Form ja auch ein Weltmeister. Ja. Das Wort Meister hat ja nur noch eine große Bedeutung. Eine Tätigkeit macht, das sieht leicht aus. Ach, ich brauche ja nicht so viel Kraft. Wenn wir natürlich messen, was auf den Kraftmessplatten oder mit anderen Sachen passiert, sind das unglaubliche Sachen. Aber die Räder greifen so ineinander, dass es halt wirklich smooth aussieht. Es ist effizient. Effizient. Und genau. Diese Effizienz macht natürlich unglaublich viel. Da wird nichts verschenkt. Und das läuft von Segment A zu B bis im Schläger und natürlich oft auch auf dem Ball, genau. um dann eben zu gehen. Und diese Faszination zu sagen, dieses Training dafür anzugehen, Sequenztraining zu machen, effizient werden in Schwung, kann natürlich auch vielen Amateuren unglaublich viel bringen. Und das kann ja auch, ich bin jetzt 55, trainiere ja auch gerne ein bisschen schneller zu schlagen, kann ich auch nur sagen, mach das, geht dahin, unabhängig vom Alter. Natürlich werde ich nicht mehr auf 160 Meilen kommen, macht nichts, aber ich kann ja meine Reise antreten. Genau. Und das macht dann für mich auf dem Golfplatz einen Riesenunterschied, was das eben angeht. Und das ist auch eben die Faszination. Und das zu sehen, diese Rundheit in der Bewegung, die Effizienz. Wir haben ja manchmal Longdriver, die, da denkst du, wow, meine Güte, die verprügeln ja alles. Ja, und dann hast du wiederum dich, der nun sagt, dann finde ich das für mich immer so die nächste Stufe. Ja. Man sagt, es gibt immer diese Phasen, mehr, und dann wird es wieder eingeschliffen und runter und kommt dann nochmal auf ein höheres Niveau. Ja. Ein höheres Niveau. Und ich glaube, das ist auch für den Körper gut. Auf jeden Fall. Um das noch 20 Jahre oder 30 Jahre machen zu können. Ja, da sagst du was. Also das ist ein Thema, was aus diesem Smoothness, ja, dieser mühelosen Geschwindigkeit, der große Vorteil ist nicht nur, dass ich weniger arbeiten muss, sondern dass ich auch viel mehr Schwünge machen kann. Enorm viel Kraft. Ja. Aber leichter und müheloser, optisch und für das. Und vor allem vom Gefühl her. Richtig. Aus bestimmten Segmenten. Genau. Die Summenkraft ist halt immens. Verletzungsgefahr ist geringer. Ja. Ja, ich tue meinem Rücken, also ich meine, da müssen wir nicht drüber sprechen. Jede einseitige Bewegung ist für den Körper erstmal nicht so toll. Da muss man was dagegen tun. Da muss man vielleicht auch mal ein bisschen an seinem Körper arbeiten. Was ich natürlich auch mache. Aber es geht eher darum, ich kann auch kraftmäßig viel mehr Bälle schlagen in einer Session. Ja. Und auch häufiger. Also nur als Vergleich mal. Ganz lange war die magische Ballspeed-Grenze so bei 220, wenn du das erreichst, dann das ist so Weltniveau. Da war es immer so die 150. Je nachdem, wie der Ball halt konvertiert, der konvertiert oben schlechter, selbst wenn du absolut in der Mitte triffst, kriegst du einfach nicht die perfekte Energieübertragung, wie man einen Ball bei 160, 70, 80. Aber immer noch mittig treffen ist durch nicht zu. Ist immer gut. Immer gut. Quatsch, ne? Das sage ich auch immer nur nein. Ja. Der Schwerpunkt ist eben mittig. Ja. Wenn der Ball dahinter ist, hier ist der Schwerpunkt, ist in der Mitte, ich treffe in der Mitte, besser geht's. Ich stimme dir zu, ich verfehle lieber oben rechts, ja, lieber High Toe als Low Heel, weil dadurch oft bessere Launchparameter entstehen. Er fliegt höher ab, genau, es rettet. Verteilung mehr in die Richtung, aber trotzdem ist das Ziel mit. Absolut. Also klar, das ist ein Fehltreffer. Ich spreche über Fehltreffer. Ich habe lieber da den Fehltreffer als unten. Fehltreffer sind da. Aber ich will immer noch in der Mitte treffen, das ist vollkommen klar. Aber es geht darum, die magische Grenze war bei 150, 220 lange. Dann irgendwann hat es jemand auf 225 gebracht. Und jetzt, just in den letzten Jahren, kam auf einmal als allererstes Kyle Bergstein und haut 230. Ja. Hat niemand für überhaupt möglich gehalten, lange. Der unmögliche Formal-Driver. Absolut. Dann habe ich ein knappes halbes Jahr später 231,9 gemacht. Ja. Was dann ganz lange der neue Weltrekord war für anderthalb Jahre. Dann hat Kyle eine 2,32 geschlagen, 2,33, dann auf Trackman eine 2,35 und es ging immer weiter und er ist immer höher gepusht. Und ich hatte immer
so, natürlich habe ich versucht, da dran zu arbeiten und den Rekord wieder zu brechen. Nichtsdestotrotz musst du auch immer in der Balance halten, versuchst jetzt nur auf Speed zu gehen oder möchtest du halt nachher auch ein Turnier gewinnen? Ja. Weil es ist halt nicht alles nur Speed, sondern es ist auch Optimierung der Launchbedingungen, weil es bringt dir gar nichts, wenn du sonst wie schnell bist, der Ball kommt aber nicht ans Ziel oder kommt nicht dahin, wo du ihn haben möchtest. Und du musst es 4 Tage lang machen. Das ist genau so ein Thema und ich hatte immer, klar, ich bin auf 2,30 schon, wenn ich es wollte, häufig gekommen, ja. Aber es war eine unglaubliche Arbeit. Wenn ihr euch meine letzten YouTube-Videos dazu anguckt, die ich über das Jahr gemacht habe, da habe ich geoxt bis zum geht nicht mehr, dass ich auf eine 2,30 komme und habe mich gefreut wie Bolle, als ich bei 2,30 war, mit Adrenalin, Energy Drink und allem, was dazugehörte, geschwitzt wie Sau. Und jetzt habe ich beispielsweise gestern, den Tag davor habe ich nicht geschlagen, weil wir im Aufbau waren, aber die 3 Tage davor halt einfach mal so 2,30 gemacht. Ja, so hört sich blöd an, aber fast im Vorbeigehen. So beim Erzählt und ein bisschen geschlagen, ein bisschen hier gearbeitet, da und Spaß gehabt, 2,30. Dann habe ich hier ein bisschen Gas gegeben, das Ding endlich mal in der Mitte gehabt und gestern 2,33 gemacht. Ja. Also ich sehe halt, wie es gerade wieder hochgeht. Und das ist ein Equipment-Thema. Ja. Ich habe gerade der Schaft und ich lerne immer besser, wie kann ich diesen noch softeren Schaft halt noch besser entladen und mit jeder Trainingssession kommt ein bisschen was dazu vom Timing her. Mhm. Und dann, was ich auch, also darf ich nicht weglassen, der Kopf, der Schlägerkopf ist anders. Die Sache ist, ich spiele Callaway und ich sag's euch ganz ehrlich, über die Saison war ich mit dem Kopf auf meinem Schwungniveau nicht hundertprozentig zufrieden. Was einzig und allein daran lag, der Kopf, den wir bei Callaway hatten über die letzte Saison, war eher auf der Durability, haltbar, auf der Haltbarkeitsschiene, als auf der... Wir reden gleich noch über die 6 Monate USA und was es auch mit der Sprache und sonst was war. Ja, ich will nicht die Lisa aus Australien sein, die kein Deutsch mehr kann, also um Himmels Willen. Ja. Also der Haltbarkeit und auf der anderen Seite, wie gut, also wie heiß der ist. Ja. Ja? Und es ist eine ganz schmaler Grat im Long Drive, weil du möchtest natürlich nicht, dass die Long Driver, die da drauf prügeln, alle 10 Schläge einen neuen Kopf brauchen. Aber du möchtest auch nicht, dass die halt nicht das Optimum rausholen. Das heißt, du musst irgendwie deinen Mittelweg finden. Und ich sag mal jetzt gerade, wenn du das auf einer Skala siehst, dann war Callaway eher so, wenn 0, sag ich mal, Haltbarkeit ist und 10 ist der super heiß, dann war Callaway jetzt so bei einer 2,5-3. Ja. Also er war meiner Meinung nach viel zu haltbar. Ich habe teilweise 5000 Bälle auf den Steherkopf gehauen, bis der irgendwann mal kaputt ging. Aber wir müssen uns bewusst sein, wir sind hier in der Formel 1 im Long Drive. Das ist was anderes als Golf. Und in der Formel 1 fahre ich die Reifen halt auch nur ein Rennen oder sogar nur ein Drittel des Rennens. Ja. Ja, und trotzdem kann jetzt, sage ich mal, einen Bridgestone-Reifen ja, von den Erfahrungen aus der Formel 1 lernen, einen guten Reifen für den Otto-Normalverbraucher zu machen, der effizient ist und haltbar ist und so weiter. Genau, nicht mal die Roboter schlagen ja in diesen Schwunggeschwindigkeiten. Geht nicht, weil die können nicht abbremsen wie ein Mensch und die brechen genau Schäfte. Das heißt, es ist genau das Thema, wo man sagt, es gibt neue Erkenntnisse. Ja. Natürlich auch für den Serienbau dann, für Callaway, für die absolut. Da bin ich auch gespannt, das wird ja auch Stück für Stück dann eben einfließen. Genau. Ich habe gerade, und das ist das Thema, ich bin involviert bei Callaway, ich bin jetzt ja seit 3 Jahren mit denen unter Vertrag und immer im Prototyp-Testing involviert. Ja. Und das wieder, um zurückzukommen zum Anfang, als ich gesagt habe, der Reiz für mich ist halt auch immer das neue Lernen und Rausfinden und Mittesten und so weiter, nicht nur technisch, sondern auch am Material. Und jetzt habe ich wieder gerade einen Prototypen, wo ich sage, oh, ja. Der ist Zucker, also der genau so bitte, exakt, kopiert das. Ja. Ja, weil gestern 2,33, die Tage davor 2,30 und dazu kommt halt noch, für mich ist es ganz wichtig, der darf eben nicht viel spinnen. Und jetzt ist das genau diese Variante, der ist für mich leicht. Der ist Low-Loft, Schwerpunkt weit vorne, wenig Spin. Was wir ja normalerweise und anders haben wollen, damit wir Fehler verzeihen. Genau. Solche Sachen haben. Richtig. Genau. Und ich denke mir, ja, Leute, genau das habe ich gepredigt über jetzt das letzte Jahr und ihr habt euch genau dahin bewegt. Und das Schöne ist, es ist bei Callaway immer so, weil, klar, wir müssen uns bewusst sein, der Longdrive-Markt ist nicht so groß wie der Golfmarkt. Das heißt, wir lassen immer eine Serie aus. Ja. Das heißt, der Longdrive-Produktlebenszyklus ist 2 Jahre und dann eben, wie für 9 Monate? 12 Monate oder was bei einem normalen? Übrigens auch, selbst wenn jährlich was kommt, die haben 2 Serien und 2 Teams. Okay. Also auch, oder ich war bei Mizuno und bei anderen Herstellern, die sagt, den normalen Zyklus von der Start der Entwicklung, wo ich aufschreibe, was ich haben will an Eigenschaften, bis das Produkt im Laden ist, sind 18 Monate.
Okay. Plus ja. etwas, aber nicht weniger. Dann ist, glaube ich, der Zyklus bei Long Drive noch ein bisschen länger. Genau, ist das auch 18 ja. bis 24, ist eigentlich auch so in dem drin, wo ich sage, ich kann es in Ruhe machen, kann Prototypen, ich kann mhm. über alle möglichen Dinge gehen und dann Stück für Stück sagen, jetzt habe ich auch mal ein paar Monate Erfahrung, wie der im Markt war. Ja. Und kann dann auf die nächste Generation gehen. Ja, also jetzt bei nur Callaway zu sprechen, das hier war jetzt der aktuelle Long Drive Driver der letzten zwei Jahre. Das ist eben noch der Epic Speed. Und es ist jetzt gerade der Rogue schon raus. Ja, den gibt, der ist gerade schon im Markt seit einem Jahr knapp. Ja, ich glaube, ja. im Januar ist der gelauncht. Ja. Aber die Rogue-Serie haben wir jetzt im Long Drive ausgelassen. Das heißt, das ist der aktuelle Long Drive Driver. Aber wenn jetzt die neue Serie rauskommt nächstes Jahr von Callaway, dann sind wir wieder an dem Punkt, dass genau das Produkt gleich ist. Und dann kriege ich auch keine Fragen mehr, warum schlägst du denn nicht den neuesten, ja, sondern warum schlägst du den? Das ist schon mal ganz praktisch. Und das, wenn ich das dann erkläre, versteht das ja auch jeder. Nur es ist halt erstmal so von außen betrachtet ein bisschen fragwürdig, weil der Unterschied ist, unsere Driver sind halt speziell hergestellt in Sachen Haltbarkeit und Hotness, was ich gerade gesagt habe. Aber vor allem der Loft ist halt viel geringer. Das heißt, unser statischer Loft ist jetzt hier bei 4,5-5 Grad, in der neuen Serie dann bei 4 Grad. Und dafür musst du halt den Scherkopf ein bisschen anders bauen, dass du den Loft einbauen kannst. Ja, die Verschiebung von Krone zu Bottom ja. ist halt ein bisschen anders. Und den kriegst du halt so im Laden nicht. Es ist aber trotzdem eine Technologie, die wir hier benutzen, wo wir gucken, wie haltbar können wir den machen und gleichzeitig heiß, das, was nachher auch wieder nutzbar ist für den ja. Einzelhandel. Ja, sonst sehe ich ja einige Sachen, bekannte Technologien, die da drin sind, die wir natürlich auch für jeden normalen Golfer haben, auch von den Callaway-Sachen. Klar. Das wird natürlich wieder benutzt. Und du darfst, also der, was auch oft gedacht wird, ist... Der ist legal. Der ist legal, den kannst du... Ich auf der Runde spielen. Würde ich dir nicht empfehlen, aber... Ich komme noch bis zu 10 Grad auf, kriegen ja zumindest noch 5 Meter hoch. Ist richtig. Und dann brauche ich auch den Speed. Das genau. ist natürlich anders. Richtig. Ich sag mal, wenn schlage ich damit weiter? Ich? Ja, auf jeden Fall. Ist ja. das ein Automatismus, dass der Durchschnittsgolfer, wenn er den benutzt, weiterschlägt? Nee, ich Nein. glaube, es wird sogar eher schlechter. Doch, meistens. Wir haben zwar getestet, Spaß gehabt. Also meistens, ja. die kriegen die Schlagfläche nicht geschlossen bei den langen Dingen. Genau. Sliced ohne Ende. Ich musste wirklich mittig treffen, sonst habe ich halt natürlich auch Kurven und Verluste. Keine Ballstarthöhe. Genau. Aber jeder braucht jetzt nichts. Ich fahre ja auch nicht mit dem Formel 1 Slick im Winter mit meinem normalen Auto rum. Ja, ist auch blöd in der Garage und so. Auch, was auch immer das alles macht. Ja. Vielleicht spulen wir aber nochmal so ein halbes, dreiviertel Jahr zurück. Du hast dich ja in den USA jetzt vorbereitet. Du hast dich ja entschieden, genau. irgendwann auch zu sagen, du gehst ja auch mit Familie. Genau. Bist ja auch Familienvater. Ja. Mit deiner Frau. Erzähl mal, wieso auch die Entscheidung war. Was ja. war so passiert? Wie kam es dazu? Ah, es waren viele verschiedene Sachen. Also... Erstmal, das hat alles eigentlich, diese komplette Reise hat angefangen bei der World Championship letztes Jahr. Mhm. Weil da hat Bryson DeChambeau das allererste Mal bei einer Long Drive World Championship mitgemacht und ist nachher Sechster geworden von 128 Teilnehmern. Das war auch schon eine Sensation. Also das geht nicht eigentlich. Das ist total auch, verrückt. Die Wunderschläge schräg über den Teig macht, die nimmt, die keiner nimmt, aber trotzdem ist Long Drive und Tour sind ja immer noch mal so zwei Stufen. Ne? Auf dem Platz, er ist der Schnellste da immer gewesen, gar keine Frage und auch immer noch, aber war eher so in den mittleren, höheren 190er Ballspeeds. Ja. Was unfassbar ist für einen Platz, was keiner vorher gemacht hat und vor allem, wenn man darüber nachdenkt, wie diese Transformation überhaupt passiert ist. Der war ja jetzt nicht der Vorzeigeathlet und ist dann einfach noch ein bisschen schneller geworden, sondern der war eher super statisch, fast wie ein Roboter bei 170 Ballspeed und ist seine Philosophie ganz ordentlich gefahren, hat damit auch gewonnen, das hat gut funktioniert. Aber irgendwann hat er gesagt, während der Covid-Pause, ich habe Long Drive gesehen im Fernsehen und boah, wenn ich das hätte, dann würde das gehen und das, ich probiere das jetzt mal. Und hat seine komplette Philosophie, seinen Schwung von null, also nicht von null, oder sagen wir mal um 180 Grad gedreht. Ist viel mehr Bewegung passiert und hat es dann nachher so weit getrieben, dass er gesagt hat, ich will bei diesem Long Drive mitmachen. Ja. Und da hat er dann schon Ballspeeds gezeigt bis zu 218 hoch und das jetzt nochmal zu machen, dass du sagst, okay, ich gehe von 170 auf den Platz 195 und dann noch mal zum Long Drive und da kann ich noch einen drauflegen und mach's bis auf die hohen zwei Zehnern. Ja. Das hat noch nie vorher einer gemacht. Ja. Und das hat nie einer für möglich gehalten. Ja. Und auch
konsequent versucht. Richtig, weil ganz oft ist es so. Wie vorhin bei den Flex, ich brauche doch dies, ich schwinge doch so, ich will doch das. Nein, wir versuchen das nicht. Irgendwie die Gedankenbarrieren und anstatt zu sagen, was kann passieren, wenn man weicht, der kann brechen. Ja. Das ist das Schlimmste, was einem passieren kann. Und was ist das schon? Ein Schaftbruch, vor allem, wenn man ein Dutzend liegen hat. Richtig. Oder kriegt die zum Testen. Das ist doch nichts Schlimmes. Nee. Oder auch umgekehrt. Ich kann doch nicht, meine Kumpels sagen mir, du kannst doch nicht in deinem Alter, du bist über 40, bist ja schon Jungsenior, du brauchst doch einen A-Flex Senior Graphit schaffen. Aber wir müssen ja nach den Kräften gucken. Und dass er das auch so gemacht hat, seinen Körper ja auch völlig anders konditioniert. Das war ja dann nach... Ja, der hat dann natürlich auch erstmal ein bisschen übertrieben und so. Ne? Und war ja auch ein bisschen Speck dabei, ja, hat er nicht gefuttert. Genau, genau. Das waren dann auch so die Sachen, oh, was hat er gemacht in 3 Monaten? Nee, der war schon ein paar Jahre dabei. Ja. Hat sich irgendwann ja entschieden, das zu tun. Das ist ja bei ihm auch ein Muskelwachs ja nicht über Nacht. Richtig. Das ist ja auch eben, 2-3 Jahre braucht man ja erstmal eine bestimmte... Dann hat man 8-9 Kilo mehr Muskelmasse und das ist eine Welt. Genau. Ja, diese ganze Transformation, da wurde viel drüber geredet, aber am Ende hat er sich einfach einen Arsch aufgerissen auf Deutsch. Das ist es. Ja. Ja, Punkt. Ernährung. Und genau. Training. Genau so sieht's aus. Und jeder. Woche für Woche, Tag für Tag. Dann wurde da sofort nach Steroiden gerufen und so weiter. Und ich habe jetzt die letzten und vorgespult 1,5 Jahre mit ihm verbracht. Vergesst's, Leute. Der arbeitet einfach hart und der macht's einfach auf der richtigen Weise. Das kannst du auch an anderen Sachen sehen. Wer so aus dem Kompetenz auf dem Kraftsport hat und Bodybuilding gemacht, das sieht den Leuten an, da passieren auch noch andere Dinge. Das ist krass. Richtig, Ich habe immer schon gesagt. Aber das ist so die Mentalität. Ja? Es wird immer halt was gesehen, was man nicht für möglich hält und dann wird gleich überlegt, wie kann das überhaupt sein? Ja, aber hey, genau, schaut halt auf die harte Arbeit und dann weißt du, wenn du das konsequent durchziehst, dass es so ist. Und du siehst ganz oft, ich habe es ganz oft erlebt, natürlich dadurch, dass Bryson das gemacht hat, sind viele Leute, haben gesagt, okay, ich lasse mich davon inspirieren, was ich schon mal mega finde und ich probiere das mal aus. Ja. Aber jetzt passiert Folgendes. Du siehst ganz oft auf Social Media einen ganz kleinen Einblick in das Speedtraining von Longdrivern oder Golfern, was super barbarisch ist. Ja, da wird geschrien und gemacht und getan, was eigentlich nachher vom echten Longdrive-Training halt ein Bruchteil ist. Das sind 5%. Das ist halt eine Trainingsmethode, die wir nutzen. Wir putzen uns auf bis zum Gehtnichtmehr und versuchen einfach unseren Körper an dem Tag aufs Maximum zu bringen. Ja. Und eine Barriere zu brechen. Und klar sind das eindrucksvolle Videos für Social Media, die dann auch geteilt werden, weil es halt so weit weg vom Golf ist, dass es halt die Kommentare entsprechend aussehen. Aber dann dahinter zu blicken und zu sagen, ja, das ist eigentlich nur 1% oder 5% von diesem Training, das versteht der Durchschnittsgolfer halt nicht, der durchschnittliche Zuschauer. Ja? Und viele versuchen das dann zu kopieren und sehen erstmal Ballflüge, auch Golfprofis, die man auf dem Platz nicht unbedingt haben will. Und dann kann ich verstehen, dass es erstmal abschreckend ist, hey, so kann ich nicht spielen. Ich habe gerade 3 Quick-Hooks in Folge gehauen, ich höre jetzt auf damit. Und das ist immer diese Frage der Konsequenz und im Training, genau was du gesagt hast. Bryson hat es nicht interessiert. Der hat während der Covid-Pause Zeit gehabt, hat in sein Netz reingehauen, hat keinen Ballflug gesehen, hat nur auf die Speedzahl geguckt und hat gesagt, ich will das und ich mache das und ich kriege das nachher schon hin, dass ich den Ball wieder gerade haue. Ja gut, das konnte er vorher ja schon. Insofern ist richtig. Das keine neue Fähigkeit. Er sagt nur, jetzt ich erstmal die Barriere hoch und dann bringe ich das andere hinterher. So sieht's aus. Oft sehe ich aber, dass die Angst da ist, dass diese Fähigkeit verloren geht, des Ballgeradeschlagens. Und es hat bei ihm funktioniert. Das bedeutet nicht, dass es bei jedem funktioniert, aber trotzdem diesen Schritt zu gehen und das durchzuziehen, ist unglaublich beeindruckend. Glaube ich auch, wenn wir noch mehr sehen. Gerade bei ihm war es jetzt ja auch und dann vom 6. Platz. Ja, richtig. Und jetzt wird er Zweiter. Platz. Richtig. Das ist meine, Gott sei Dank bist du Erster geworden. Ja, boah, es wäre... Aus unserer Sicht und auch aus unserer Sicht. Ne? Es wäre so schlimm gewesen. Das ist so. Oh. Ja, aber das war ein deutlicher Abstand. Man hat es ja auch wirklich gesehen, dass es nochmal 2 Stufen dazwischen sind. Man muss natürlich dann auch in den richtigen Sachen, was er natürlich kann, ist auch gerade schlagen. Richtig. Bei dem Speed. Und dann hat er halt nicht die Runden, wo 6 Bälle mal OB oder out of bounds, also wo keiner zählt, dass die außerhalb der Bereiche sind. Das hat er halt nicht gehabt. Und so hat er immer seine Punkte gesammelt und ist immer weitergekommen, neben natürlich der Top-Leistung. Ja, richtig. Aber da hat er natürlich noch einen Zusatzvorteil als Tour Pro. Ich habe gesagt, Mann, der hat eine Schlagflächenkontrolle über Richtung und Treffpunkt. Mhm. Ja, nicht umsonst hat er mal einen Major gewonnen. Ich meine, das kommt nicht von ungefähr. Das richtig. Ist halt eine Ausnahme, wo jetzt noch eine Fähigkeit dazu packt. Genau. Und ihr habt ja auch dann, sagt, du bist dann ja, nach dem letzten 6. Platz, sagt, da habt ihr auch immer mehr zusammen gemacht. Genau, richtig. Also was da passiert ist,
Wir haben uns einfach gut verstanden. Also das hat schon ein Stück weit vorher angefangen, weil während seiner ganzen Journey da, ich mache Long Drive und ich will ausprobieren, hat er mit einigen Long Drivern gesprochen, unter anderem mit mir. Da ist der Kontakt ein bisschen intensiver geworden, weil ich mich mit dem Thema halt gerne auseinandersetze. Ja? Und er hat mich, du bist ja auch genau, der intellektuell, der nachdenkt, der forscht. Ja. Das ist ja auch seine Sprache. Genau, richtig. Und das hat gepasst. Das war einfach schon gut. Und da haben wir über Insta schon viel geschrieben, WhatsApp und so weiter. Waren wir einfach oft in Kontakt und haben viele Sessions zusammen gemacht, um ihn eben schneller zu machen. Und er hat auch gemerkt, das fruchtet. Und ja, dann in der Zeit, ich wäre schon längst drüben gewesen in Staaten mit ihm. Ja, der hat mich schon eingeladen. Ich sage, ich kann nicht rüber, weil die Grenzen sind noch zu. Das war zur Covid-Zeit. Und richtig. Und irgendwann kam dann meine Freigabe, meine Ausnahme, dass ich rüber durfte als Athlet. Ja. Und bin rübergeflogen und habe das erste Turnier gespielt, habe das sofort gewonnen, was unfassbar war. Also da war ich auch voller Adrenalin, weil ich mein erstes Turnier endlich nach 2 Jahren spielen konnte. Das war ein ganz normales Tour-Event. Und hatte dann zwischen Turnieren irgendwie 4 Tage, wo ich nicht genau wusste, wo ich hin soll, was ich machen soll. Und Bryson hat mich dann eingeladen, hat gesagt, komm nach Dallas. Ja. Und dann war ich dort. Und dachte, das war total witzig eigentlich. Er hat mir halt gesagt, ja komm, lass uns Dinner machen und heute Abend, das ist die Adresse. Und ich dachte halt, okay, dann gehen wir zusammen essen. Ne? Und dann fahre ich dahin, Klingel, Tür geht auf. Da waren da so 15 Leute, war so eine Hausparty quasi, ja. Weil der hat immer um sich rum halt seine ganze Crew und die haben noch Freunde. Das ist so ein Kreis von so 10, 15 Leuten, die halt immer was zusammen machen und einfach eine gute Zeit haben. Und bei ihm ist sowieso immer Open Door. Und ich dachte mir, wo bin ich hier denn? Ne? Ja. Weil ich habe das nicht erwartet. Ja. War mega, aber ich habe es nicht erwartet. Und diese ganze Crew, wir haben uns einfach so gut verstanden, das war so witzig, dass wir dann danach, wir hatten, klar, haben immer wieder Kontakt gehabt dazwischen, dann war noch der Ryder Cup da und so, bevor die World Championship stattgefunden hat. Aber ein Teil der Crew war dann auch wieder bei der World Championship, haben uns da wieder gut verstanden. Und dann kam, irgendwann haben die mich angesprochen, haben gesagt, du Martin, wir haben hier vor, wir wollen eine Content-Gruppe machen und YouTube-Videos drehen und verschiedene Dinge zusammen machen. Hättest du Bock, ein Teil dessen zu sein? Steht da ja auch was auf der Genau, Seite. Richtig. Das ist dann nachher, das hier fast forward, sagen wir mal 6, 7 Monate, ist dann nachher Regicy geworden. Ja. Und jetzt gerade in den letzten 2 Monaten haben wir ein bisschen Content-Pause gemacht, weil ich hatte meine Championship, er auch, und er hat gerade viele Turniere. Aber sobald jetzt das letzte Turnier vorbei ist und die Off-Season startet, dann gibt es auch wieder mehr auf YouTube. Aber das sind ja auch die besten Dinge, die entstehen. Das ist ja nicht, wir schreiben ein Konzept, um jetzt was zu vermarkten, sondern wir haben Bock dazu. Genau. Das ist einfach so, wie ihr sagt. Wir machen einfach das, wo wir Bock drauf haben. Wir machen das, genau. Das zeigen wir halt an der Welt. Ne? Richtig. Und so, das merkt man ja auch. Ihr habt einfach Lust dazu. Ja. Ihr auch saß dann eben auch bei ihm in den Sachen. Und dann bist du irgendwann ja auch mit Familie dann rüber. Ne? Richtig, genau. Und dann kam halt dieser Punkt, dass ich sage, ich war so oft, das war halt so im November, Dezember letzten Jahres, und ich bin halt auf einer 14-Tage-Basis hin und her geflogen. Dann weiß ich, mit Callaway mache ich ja auch, dann hatte ich hier ein Shooting, habe das damit versucht zu verbinden. Und nach Karlsbad. Es ist halt einfach, es war Karlsbad, viel. Kalifornien. Richtig, genau, nicht hier, genau. Und ja, ich war halt einfach in keiner Zeitzone wirklich. Ich war 14 Tage in Deutschland, dann 14 Tage wieder da und ich konnte mich an nichts gewöhnen, bin ständig nachts wach geworden. Und das ist halt für den Körper hart. Und das irgendwann macht sich halt auch in der Performance bemerkbar, weil du kriegst halt einfach nicht die Erholung, wie das so sein könnte. Ja, und dann habe ich irgendwann mit meiner Frau gesprochen, die halt noch in Elternzeit war zu dem Zeitpunkt, weil mein Sohn ist jetzt 20 Monate, war dann da 11 oder 12 Monate alt oder was auch immer, gerade ein Jahr. Ja, wir haben ihn ja auch live jetzt gesehen. Genau, stimmt, wir haben es auch live gesehen. Das war, ja, es war dann das erste Mal. Auch sehr emotional und ja auch das Foto von deiner Frau und dem Gürtel da. Ne? Du kriegst jetzt noch feuchte Augen. Ja, schon. Vor allem, ich habe halt immer versucht, eigentlich so mein ganzes Privatleben, alles aus Social Media und so weiter rauszuhalten, weil das ist halt mein Business und das gehört dann nicht hin für mich. Ja. Und jetzt dann war es für mich aber auch okay, dass dann der Moment war, dass das dann halt so war. Sein, ne? Das ja, ist wieder auch eine sehr selektive Sicht, dass genau. Das einmal, dann ist wieder gut. Genau, was dann auch okay war und ich komme damit zurecht, nur da hat jeder so seine Philosophie und da bin ich auch mit allem einverstanden. Ich habe mich halt entschieden dafür, dass ich es nicht machen möchte und jetzt war es dann halt, aber wie auch immer. Ja, und irgendwann kam der Moment, wo wir uns überlegt haben, ich glaube, es wäre für uns alle besser, weil ich bin ja auch immer weg gewesen. Ja? Es wäre für uns alle besser, wenn wir den Schritt machen, dass wir eine Zeit lang in Staaten sind und haben dann relativ schnell die Entscheidung getroffen, okay, es geht nach Dallas. Und da haben sich dann so ein paar Rädchen bewegt, wo es gut gepasst hat mit Wohnung, Auto und allem, was man da so braucht, weil sich mein Netzwerk dann natürlich auch erweitert hat und dann hat das ganz einfach funktioniert. Und es waren die besten 6 Monate ever, weil ich konnte beides verbinden.
ich konnte gut trainieren. Der einzige, ja, nicht so, also der einzige Nachteil war, dass du kannst halt in Dallas im Sommer, ich sag mal, zwischen 10 Uhr morgens und 5 Uhr brauchst du eigentlich nicht schwingen draußen, weil da sind dann so 45, 48 Grad in der Sonne. Ja. Da gehst du durch 20 Handschuhe, weil die alle feucht sind, und 6 T-Shirts. Und dann hast du noch keinen Driver geschlagen. Also es ist halt schon ein bisschen was anderes. Und ich habe dann aber nach und nach rausgefunden, wo ist auf welcher Driving Range, zu welchem Zeitpunkt Schatten von dem Baum, und dann bin ich dahin und so. Das ist von Minute 1, weißt du das nicht. Das musste ich alles rausfinden. Aber so hat sich dann da natürlich auch alles entwickelt mit Freundeskreis und allem, was dazugehört. Und der Höhepunkt der ganzen Nummer war dann halt, dass ich die World Championship gewinne, was unglaublich emotional war, weil natürlich ist das eine Aufopferung von meiner Familie, dass sie halt diesen Weg mit mir mitgehen, weil ich mir überlege, ich möchte jetzt professionellen Ball versuchen, so weit zu schlagen, wie es geht. Ja, das ist, wenn du das auf das minimierst und überlegst, was das eigentlich damit auf sich hat, dann ist das total gaga. Aber mit allem drumherum und was das halt auch für den Golfmarkt bedeutet, da sage ich dann, ergibt dieses Business doch irgendwo Sinn. Weil, Martin, ich habe es gestern erzählt auf dem Fenris Summit, viele Leute fragen mich, wie verdienst du eigentlich dein Geld? Also die sehen jetzt halt das eine Preisgeld, yo, aber damit kannst du mit einer Familie auch nicht durchs Jahr kommen, und die anderen Tour-Events, die ich so spiele, wenn du die gewinnst, dann nimmst du 5.000, 6.000, 7.000 Dollar mit. Da kannst du nicht von leben und von sterben, wenn du halt vor allem in den USA bist mit einer Kostenbasis von X, ja, weil da drüben ist alles ein bisschen teurer inflationär gesehen. Ja, und Sonst, ich glaube, Steuern werden auch noch bezahlt. Ja, blöd, ne? Ja, blöd. Ja, ich bin in Deutschland registriert, die ganzen Sachen laufen hier, klar, natürlich, ne? Muss ich mal überlegen, ob ich nach Delaware gehe oder so. Aber ich glaube, so einfach ist das auch nicht, klar. Ich bin in Deutschland, zahle auch meine Steuern. Und diese ganze Nummer da drumherum, was das überhaupt bedeutet, was das auch auf Social Media bedeutet, mit der Vermarktung da bedeutet und diesem ganzen, ich nenne es einfach mal Expertentum, was wir beide uns da aufgebaut haben in unterschiedlichen Bereichen, die dann aber wieder mit dem Golfbereich zu tun haben, das ist es eigentlich, was den Unterschied ausmacht. Und ich sage immer, ja, ich bin Longdriver, aber im Endeffekt, egal ob das jetzt Material ist, Trainingsmethoden oder wie auch immer, Entertainment, es geht eigentlich darum, wie kann ich diese Sachen auf Golf übertragen und was ergibt da Sinn? Ja, das ist es so. Was kann ich von Longdrive lernen? Ja, mach beiseite Sachen. Und wenn du jetzt sagst, Dallas als dein Standpunkt, hast du viel mit Bryson trainiert oder wie ist dann ja, jeden Tag. Führung so, wie ist das so? Immer. In dem Bereich. Habt ihr euch gegenseitig gepusht? In dem Immer. Kann ich mir vorstellen, wenn man das ja bei euch sieht, auch, dann geht die auch voll ab, wenn er Zahlen sieht, macht, dann muss er wieder schlagen, du wieder schlagen. Genau. Aber trotzdem glaube ich, das ist ja auch wieder dieser Social-Media-Ausschnitt. Ja. Das ist dann die 5 Minuten an dem Tag, wo es jetzt rocken ist. Ja. Aber natürlich die harte Arbeit im Fitness-Athletik-Bereich, in Ernährung, in Schlaf, in Business dazu, plus Vermarktung, plus Social-Media, Reels. Ich habe auch deinen Videografen jetzt kennengelernt. Hier genau. Auch ein witziger Begriff. Fotograf kennt jeder, aber Videograf stutzt jeder noch. Das aber, kommt. Aber Social Media lebt ja schließlich vom Bewegtbild auch. Genau. Fotos werden ja immer weniger, es immer inzwischen, mehr Videos, die kurzen Dinge. Aber ja, man kann ja auch viel mehr Emotionen, finde ich, zum Teil andere Dinge, Sachen eben machen. Ich liebe das ja selber auch. Ich mache es ja auch gerne. Genau. Auch aus Spaß, an der Freude. Natürlich auch mit Sinn dahinter, aber eben auch aus Leidenschaft in den Bereichen. Und ich glaube, das passt da ja eben auch. Ja, also mein normaler Tagesablauf in Dallas war eigentlich, weil wir sind ja 7 Stunden zurück in Dallas, also in Deutschland 7 Stunden vorwärts. Und mein normaler Tagesablauf war eigentlich, ich bin ich war in meinem Apartment oder in unserem Apartment. Das war so 10 Minuten entfernt von Brysons Haus. Und da ist halt auch unser Registry Office drin. Das ist ein relativ großes Haus. Ja. Und dann bin ich meistens morgens um 9 oder sowas darüber gefahren. Da haben die alle noch gepennt, weil die ganzen Videografen, Jungs, die ganzen Kreativleute, die machen ihre Arbeit halt so, das Editing nachts um 2. Ja. Also wenn es dunkel wird, werden die Köpfe kreativer. Dann geht's rund, genau. Und manchmal, wenn wir dann morgens auf dem Platz sind, dann sind die mit so kleinen Augen, sind die dann irgendwie mit und haben das gefilmt. Und nachher hat er was draus gezaubert, was halt total cool ist. Da hat sich gerade ist was ausgegangen. Genau, jetzt, wo es halt total cool ist, da machen wir, ich mache einen neuen Akku rein. Was ich dann gemacht habe, ich setze mich im Grunde in das Registry Office rein und habe dann erstmal meine ganzen Sachen mit Deutschland gemacht. Ja. Also, wie gesagt, 7 Stunden zurück und da ist es dann irgendwann nachmittags. Habe natürlich hier mit meinem kompletten Team, mit meinem Manager und so weiter meine ganzen vertraglichen Themen, die dann geregelt werden müssen, wo es Absprachen gibt, welcher Content wann und das ganze organisatorische Management-Zeugs.
Und, aber eben auch mit Fenris zum Beispiel. Also alle Sachen, die mit Deutschland zu tun haben. Mit Fenris arbeite ich jetzt schon seit 1,5 Jahren zusammen. Und vor allem in Vorbereitung auf diesen Summit hatten wir halt super viel zu tun. Und das war dann alles für mich der Vormittag. Ich sag mal bis 12, 1 Uhr oder sowas in dem Dreh. Dann ging es langsam auch da vor Ort los. Ja, alle wurden wach und so weiter und so fort. Dann meistens kam dann ein Workout, was wir zusammen gemacht haben, wo Bryson auch immer entweder ein Workout vor dem Schlagen oder nach dem Schlagen, je nachdem, was für ein Workout das ist. Und das Gym ist dann direkt bei ihm in der Garage, echt gut ausgestattet mit allem Möglichen, was man sich so vorstellen kann, was man so braucht. Passt mehr als ein Auto in die Garage dann, ne? Das Auto, das steht draußen. Das ist aber nicht unüblich. Genau. Auch wenn das Fitnessstudio passt, dann genau. Könnten ein paar mehr Autos nachgehen. Genau, und in der Einfahrt, da stehen halt mehrere Netze, mehrere ja, Net-Returns, genau. Wo wir halt schlagen können. Das sehen wir auch aus Social. Genau, das ist halt genau das Ding. Das heißt, du kannst direkt, dann wird das ständig ausprobiert und ständig hier und da. Das ist nicht unüblich, dass wir 2, 3, 4, 5 Schlagsessions am Tag machen, weil wo wir irgendwas ausprobieren oder sonst was. Und, aber ich meine, ja, es ist super, vor eine Wand zu schlagen, aber irgendwann, vor allem in Vorbereitung, willst du halt auch mal einen Ballflug sehen. Ja. Ne? Und da haben wir mehrere Driving Ranges gefunden in Dallas, die eben passen, weil im Long Drive ist natürlich nicht selbstverständlich, dass es auf jeder Driving Range passt, weil viele Driving Ranges sind nicht lang genug und dahinter sind dann Sachen, wo nicht unbedingt ein Golfball hinfliegen soll. Und zu Beginn vieler Long Drive Karrieren ist es so, dass die Long Driver sich dann so fühlen, nicht, das kann doch nicht sein, dass ich ausgeschlossen werde und so, dass ich das nicht darf und so. Aber irgendwann kommst du an einen Punkt, wo du verstehst, du möchtest halt einfach möglich machen. Es ist halt so. Wir machen was nicht man geht. Würde ich auch in Deutschland haben wir das ja auch Driving Range über 220. Genau. Weniger sogar machen. Aber da musst du überlegen, da musst du ja auch nochmal wieder 4 Hektar haben. Du musst das Land haben. Richtig. Du bewirtschaften für wie viele Leute. Genau. Das war ja nie so geplant. Das hat sich auch erst entwickelt. Die Schlagweiten, wenn ein Platz vor 40 Jahren mal geplant war, waren ja damals auch richtig. Anders. Ganz andere Perspektiven als heute. Das kann man dann nicht verlangen. Das ist dann eben so. Richtig. Und das sage ich dann auch. Dann müsst ihr halt ein Arrangement oder müsst halt gucken, wo ihr dann dafür. Genau. Und wir haben ja heute mit Indoor und mit anderen Sachen heute so viele Möglichkeiten, um da auch super zu trainieren. Und dann gehe ich genau. In die Luft nochmal da, wo es passt. Und vor allem in der Zusammenarbeit mit so einem Golfclub oder Driving Range ist auch immer wichtig, dass die Leute, die mir das dann ermöglichen, das auch geil finden. Es ist so, wenn die irgendwie das so versuchen, ja, dann kannst du zwischen 3 und 6 geht's da oder wie auch immer. Ja, genau, das ist doch schon blöd. Dann suche ich halt nach was anderem und dann habe ich so meine Spots da gefunden, die das gut finden und die auch sagen, ich hatte nachher oben in Bridalwood, hatte ich einen der war 35 Minuten weg von meinem Haus, aber der hat mir... Was in den USA nichts ist. Was, hast du auch recht. Das hast du auch recht, fahre ich mal kurz da hoch. Ja. Das ist schon richtig. Aber der Vinny, der Head Pro da, der findet das so mega, dass er sagt, guck mal, hier, ich besorg dir Bälle, ja, und so weiter. Besondere Bälle, die dann halt, dass die Members halt damit einverstanden sind, dass deren Bälle nicht über den Zaun gehauen werden und so weiter und sagt, du kriegst den und den Spot und hier willst du meinen Launch-Monitor benutzen und so weiter. Der sagt, bitte, bitte komm, ich finde das mega, ja. Und die sich auch drüber freuen. Das ist inspirierend, also wer das so sieht, was das eben ist, was ist möglich, liebe Leute und wo geht's hin und guck mal, wir haben ja wirklich wir haben jetzt ja auch den Nummer 1 der Welt. Ja. World Long Drive Champion, der hier trainiert. Das würde ich mir vorne, ich würde mir eine große Plakette machen ja. Vorne. Aber das wusste er da ja noch nicht. Ja, gut, aber jetzt wird es umso besser. Ja, genau. Und dadurch konnte ich dann halt auch vor allem zum Ende der Vorbereitung für die Championship so trainieren, dass ich sage, das war absolut perfekt. Also ich konnte meinen Stiefel genau durchziehen. Und wie ich das gemacht habe, ist, die World Long Drive Championship läuft über 4 Tage. Ja. Für diejenigen, die den Livestream nicht gesehen haben und oft vor allem zur Golf-Channel-Zeit eben nur die Top 8 gesehen haben, wissen gar nicht, was da überhaupt hintersteckt. Weil wir kann das alles frei bei YouTube nachgucken. Ja. Also PLDA, Professional Long Drive Association. Genau. Videos, jeder Stream, jede Session ist nach wie vor live, ja. Dauerhaft nachzugucken. Macht das, guckt rein. Ja. Auch was es gibt ja auch Seniors, Super Seniors, auch was die wegknallen. Also, ja. Ne, guckt euch das mal an, was das bedeutet und wie viele Schläge das sind und wie oft man wieder Martin Bockmeier, dann die. Ständig auch der ganz schnelle Wechsel. Das ist ja auch eine Wechselzeit zwischendurch. Das ist ja alles zack, 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 zack. So, meine Güte, wie viele Schläge sind das allein an einem Tag, ne? Ja, sind 5 Sets mal 6, 30 Bälle. Und dann am Ende, also jeden Tag, plus Warm-ups und so weiter. Das heißt, du kommst locker auf 100 jeden Tag, voll Drives, machst das 4 Tage in Folge und musst jetzt am Ende im Finale halt deine Topleistung bringen. Ja, und nicht müde. Richtig. Und die Erfahrung habe ich vor allem in einem Jahr davor gemacht. Mhm.
Da bin ich Dritter geworden, also geteilter Dritter. Ich bin in der Top 4 dann raus. Und ja, da hat es einfach am Ende krafttechnisch nicht mehr gereicht. Das heißt, ich war nicht in dem Fokus, ich war nicht mehr bei dem Speed, ich hatte nicht mehr die Trefferqualität, die ich haben möchte oder brauche zu dem Zeitpunkt. Und das hat mir einfach gezeigt, Martin, du musst dich anders vorbereiten. Und da habe ich mir den Plan so zurechtgelegt dieses Jahr, dass ich über eine 6-Wochen-Periode alle immer folgenden Rhythmus fahre. Ich schlage 4 Tage in Folge, mache 2 Tage Pause, 4 Tage in Folge, 2 Tage Pause und so weiter. Und das Muster war, ich schlage am ersten Tag 60 Bälle, zweiten Tag 60 Bälle, am dritten Tag 60 Bälle und am vierten Tag schlage ich, bis es nicht mehr geht. 250, 300 Bälle, sowas in den Dreh. Und ich versuche eben zum Ende, wenn ich eigentlich schon vollkommen fertig bin, dann meinen Speed nochmal hochzufahren. Ja. Darum geht's, dass ich halt mich genauso konditioniere, dass ich über diese komplette Periode am Ende nochmal richtig fokussieren kann und Vollgas geben kann. Und genau das hat funktioniert. Das ist jetzt kein Patentrezept, dass das jedes Mal klappt, aber für mich war es mega, weil ich auch gleichzeitig das Vertrauen in mich hatte, dass ich wusste, in den letzten 3 Wochen habe ich, oder die letzten 3 Zyklen, habe ich am vierten Tag nochmal drauflegen können in meinem Training. Und ich wusste, es geht noch was. Und auch wenn ich jetzt mich eigentlich erschöpft fühle, es geht. Du musst es nur abrufen. Und genau das habe ich da machen können. Und das hat gezeigt, dass die Vorbereitung richtig war. Weil die Zuversicht kommt ja durchs konkrete Machen vorher. Ja. Die Leute denken immer, ich brauche nur Mentaltraining, dann spiele ich besser, mache dies, mache das, nur positiv denken. Denken ist aber auch denken. Ich sage mal, macht das. Wenn euer Kopf ist nicht blöd. Wenn er merkt, du hast das 20 Mal gemacht, 4-2, 4-2, und am vierten Tag habe ich das 20 Mal hingekriegt, dann fragt er sich beim 21. Mal, wenn der Zweifel kommt, nicht, sagt, selbstverständlich, genau. Du hast gemacht, jetzt gucken wir mal, was geht, und jetzt mache ich die Nummer. Ne? Genau, das ist die Konditionierung am Ende. Und das Training, und das ist für mich auch ganz wichtig, übers Jahr ist natürlich unterschiedlich. Es ergibt für mich jetzt wenig Sinn, dass ich halt 250, 300 Bälle schlage, wenn es Januar ist, am vierten Tag, sondern da bin ich eher an technischen Parametern dran. Ich versuche Kniffe zu finden in meinem Material oder ähnliches. Und da breche ich aus dem Muster auch aus und fahre ein anderes Training. Aber das ist dann wirklich Vorbereitungszeit. Und das ist auch für den Körper natürlich extrem, weil nicht nur die Muskulatur muss das mitmachen, auch Sehnen, Gelenke, alles. Ne? Und wenn du dann ständig übers Jahr am vierten Tag 250, 300 Bälle schlägst, dann sage ich, kann das irgendwann gefährlich werden. Mhm. Und deswegen muss man damit, glaube ich, ein bisschen smart umgehen. Zumindest die Pausen wird unterschätzt. Ne? Das oh ja. Auch, dass die oh ja. Für den Körper auch mal sehr, sehr gut sind. Das ist so interessant, weil ich habe festgestellt, ich bin ja viel gereist, jetzt nicht nur in dem letzten, dann in dem letzten Jahr, sondern in den letzten 2 Jahren, weil ich oft in Staaten war, was gemacht habe oder woanders. Und dieses Reisen ist für mich natürlich immer eine Zwangspause quasi, so eine Unterbrechung des kompletten Trainings. Und ich habe nicht selten festgestellt, dass ich super jetlagged war, aber durch mein Reisen eben 1, 2, manchmal sogar 3 Tage Pause hatte. Ja. Und dann auf einmal zurückkomme und meine Speeds, ohne dass ich das gefühlt habe, viel schneller waren. Ja. Einfach so. Ja. Weil trotz der anderen Zeitzone und trotz des Schlafmangels, ich einfach mehr Zeit dazwischen hatte und mehr Erholung hatte. Ja. Und das richtig zu timen, ist nachher alles. Du kannst noch so hart trainieren, wenn du deine Erholung nicht richtig steuerst, dann adaptiert dein Körper nicht. Mhm. Ein Trugschluss kann nur sein, ich erhole mich. Und arbeite nicht. Man muss schon was tun und sich dann erholen. Ja, weil wenn du einfach richtig, wenn du nur Erholung machst, funktioniert das nicht. Dann hätte man viel mehr Weltmeister. Genau. Ich sage, wenn das darum geht. Und Erholung. Nur Ernährung ohne Sporttraining. Mache nur dies, ich mache nur das. Genau, Erholung ist nur gut, wenn du vorher gut gearbeitet auch hast. Ich habe auch eine Konsequenz, auch hier die Tage sagt, was tun, ich hätte gerne ein Wasser, ich hätte gerne dies. Und ich hätte gerne, also diese Konsequenz ja auch da drin, nicht nur mal für 2 Wochen, sondern wirklich fürs ganze Jahr. Das ist so interessant. Ich hab danach, nachdem ich gewonnen hatte, habe ich noch gesagt, heute trinke ich was. Habe ich so gesagt, heute Jungs, wir gehen raus. Trinke ich ein Bier oder was auch immer. Ja, weil ich trinke wirklich selten Alkohol, ganz, ganz selten. Und ich hatte gerade, das ist echt cool, ich hatte gerade 3 Wochen vorher eine Whisky-Werbung gemacht. Ein Bushmills-Commercial auf Instagram. Ja, und die Leute wissen ja, dass ich eigentlich nicht trinke. Und ich habe auch dann darunter geschrieben, ich trinke eigentlich nicht. Aber wenn, dann in ganz besonderen Momenten. Und dann ist es Bushmills. Ja? Und dann ist es Genuss. Richtig, und dann ist es Genuss. Ja. Und ich hatte jetzt vor, so hier, ich habe
das ist alles perfekt gewesen. Ich gewinne das Ding und dann genieße ich jetzt ein Whisky, ein Bier oder was auch immer. Weißt du was, ich habe das die Nacht vergessen. Ja. Ich habe es wirklich vergessen, weil es war so viel Trubel. Ich habe so viele Leute, also ich muss danach 3 Stunden noch Interviews geben, Autogramme schreiben, alles was dazugehört. Ich war natürlich total überwältigt von dem allen. Dann nachts zu meiner Zeit in der Las Vegas Zeitzone habe ich noch um Mitternacht und 10 Minuten, dann war ich live bei Sky Sport News und so weiter. Und ich bin danach einfach ins Bett gefallen. Und dann habe ich am nächsten Tag gedacht, ey, du wolltest doch was trinken, hast du total vergessen. Ja, und für mich ist das einfach... Es ist so normal und so konditioniert für mich, dass ich halt einfach dieses Gesunde halt mache. Ja, oder halt, für mich ist das normal halt, ne? Das ist halt, genau, richtig. Du musst nicht drüber nachdenken. Nee, gar nicht. Das ist sowieso so. Und alles andere ist plötzlich aus, genau. Was ist denn nun los? Ja, genau. Und ich habe das halt einfach, ich habe es vergessen. Und ja, aber auch hier die Tage war das ja auch immer dein Normales. Ja. Man guckt auch im, wir haben jetzt hier ein paar Tage zusammen verbracht, auch im Hotel oder zwischendurch, was gibt es denn eben an Sachen, wo kriege ich Protein, wo habe ich dies, wo genau. habe ich das eben für einen Sportlerkörper, ne? Ja, richtig. Das ist so fest eingebaut. Ja, es wird normal. Das ist genauso eine Frage wie mit der Motivation. Ganz oft fragen mich Leute, hey, was ist so deine Motivation, was hält dich da dran und so. Und ich denke mir, ich fühle selten Motivation. Für mich ist das so... Ich habe da halt einfach, für mich ist das normal, da Bock drauf zu haben. Ja. Es ist nicht so, dass ich denke, ey, heute ist so, boah, heute ist es richtig krass, sondern es ist eher so normal halt. Das ist auch eine Frage, die ich habe mich ja ein bisschen auch überlegt, was frage ich dich heute? Das ist auch was mir überhaupt nicht in den Sinn gekommen ist. Für mich auch so normal, bestimmte Dinge einfach das so zu machen, wenn man so einen inneren Antrieb hat und sagt, das ist mein Leben, das ist ja so fest eingebaut. Ja, das ist halt ein Habit, ne? So ein, wie nennt man das? Gewohnheit. Eine Gewohnheit, genau. So ich mache das aus Gewohnheit und finde das gut. Ja. Das ist so die Sache. Es ist keine schlechte Gewohnheit, wie man zum Beispiel sagen würde, rauchen oder ähnliches, sondern es ist halt dann wohl eine gute Gewohnheit. Und ich habe das halt natürlich so aufgebaut, schon vor Jahren, immer auch in meinem Berufsleben schon, dass ich halt versuche, Sachen zu machen, die ich mag. Und natürlich jeder muss seine Steuererklärung machen, ist vollkommen klar, die macht keinen Bock, macht den wenigsten Leuten Bock, denke ich. Das gehört dazu, aber solange das überwiegt, wo du Bock drauf hast, dann ist das doch ein Leben, was erstrebenswert ist, oder? Ja, absolut, stimme ich dazu. Und dann haben wir ja noch das Thema, dass du sagst, jetzt so, nach der Weltmeisterschaft ist vor der Weltmeisterschaft. Oh ja. Ich habe es bei vielen oder auch auf der Tour, wenn man jemanden, oder ich kenne eben auch die Geschichten, sagt, Mensch, Fred Shoemaker sagte, bei Freddie Couples sagte er sein erstes Masters gewonnen, sein Jackett. Dann sagte er, oh, hoffentlich denken die jetzt nicht, dass eine Eintagsfliege. Ich glaube, das ist bei dir nicht der Fall, aber trotzdem will natürlich ein Athlet eben sagen, so, jetzt nächstes Jahr bist du ja der Titelverteidiger. Jetzt erst recht. Jetzt geht's erst richtig los. So, das ist eher ein Neustart als was fertig machen. Ja. Weil du machst halt einfach in diesem Sport nie fertig. Weil, ganz ehrlich, jetzt ist noch so dieser Hype da, der 2-3 Wochen, das siehst du auch nach jedem Golfsieg, ja. Und dann interessiert das keinen mehr. Und das ist, also natürlich der Titel bleibt, aber es ist nicht mehr jeden Tag präsent. Es wird so sein, wenn ich das nächste Mal durch diese Tür komme, dann werde ich nicht mehr begrüßt als hey, World Champion und hey und so weiter. Das ist jetzt so und ich genieße das auch, verstehe mich nicht falsch, aber ich weiß ganz genau, es geht weiter. Ja. Es ist nicht das Ende. Du wirst mit dem Kram nie fertig. Vielleicht eher wie so beim Musiker, der auch sagt, ich habe nicht ein Meisterkonzert gegeben, sondern das geht Woche für Woche, Monat, Jahr, wie auch immer, in welchen Zyklen eben weiter, ne, sozusagen. Und natürlich auch der Antrieb dann dazu. Ja. Wir haben jetzt dann, das nächste Jahr heißt ja wieder Vorbereitung, weitergehen, was das Ganze angeht. Und wir sind ja hier bei Fenris. Ja. Gestern war ja das große Summit, Launch Event. Wir arbeiten da ja auch seit Monaten zusammen. Ja. Jede Woche sind wir, weiß nicht, 2 Stunden Videocalls und irgendwelche Dinge weltweit. Immer 8 Uhr meiner Zeit da morgens. Oh, ja, genau. Das ist ja auch das Spannende dabei, zu sagen, die 3D Motion Capturing, wo wir jetzt auch schon festgestellt haben und gestern ein paar Einsichten schon zusammen geguckt haben, wenn man athletisch entwickelt und strukturiert ja auch denkt und analysiert. Lee Cox, dein Trainer, war Steve Furlanger, gehört ja mit zum Team. Dr. Alex Ehlert, jetzt bald Dr. Haider Haseb, Biomechaniker, hier in Berlin studiert. Und ich darf eben auch mit dabei sein, wo wir sagen, wir gucken aus verschiedenen Perspektiven auf den Golfschwung und bei der Studio-Version. Also das ist ja eine kleine App, das haben wir vorgestellt. Dann schwingst du, dann siehst du, wie dein Körper welche Winkel was wie wo macht. Einsichten, die es bisher nur, ich habe ja das Gear-System mit Markern drauf eben hat, wo wir dann auch sagen, es werden bis hin zu Bodenreaktionskräften, die berechnet werden können oder gemessen werden können mit Platten.
inklusive Schläger. Und da bin ich gespannt, auch auf die Reise, wenn wir dann die Daten austauschen und gucken. Wir gucken gegenseitig mal auf deinen Schwung, auf andere Schwünge. Was können wir da noch tun? Was macht diese besondere Schaft? Ich habe den dann ja auch da. Was machst du damit? Wie können wir diese Patterns machen? Und ich glaube, da wird auch noch ein gutes Potenzial liegen. Oh, auf jeden Fall. Wo wir sagen, ein bisschen zu, was beeinflusst, wo sind die Hände? Übersetzt dich das nach außen, nicht nur mit dem Anzug, sondern eben auch mit nur mit kamerabasierten Systemen. Und das erste Mal diese Daten zusammen in einem Topf. Ich habe ja nun bei mir drei Systeme immer parallel laufen. Ja. Und muss die hier in dieser CPU zusammenführen und machen. Ja. Was auch für einen normalen Golfer unglaublich viel Sinn macht. Ich sehe ja Sachen, die ja überhaupt nicht sonst kombinierbar sind für mein Hauptding, was Fitting angeht. Aber ja, ich bin ja sonst ja auch selber, was Speed angeht, Effizienz, Kräfte, unglaublich dabei. Und da bin ich gespannt, was da noch kommen wird. Das ist aber auch das, was dich hier fasziniert, noch so ein Projekt zu machen. Ne? Für mich ist so das Thema, wir brauchen gar nicht drüber sprechen, was das für einen Golfmarkt bedeutet. Also vollkommen klar, du kannst viel mehr quantifizieren. Ich glaube, dass ein Training dadurch viel effizienter wird, weil du viel mehr Feedback kriegst, von deinem Telefon zukünftig Feedback kriegst. Also wir sprechen hier, Motion to Coach heißt das Ganze. Richtig. So wird die App heißen, richtig. Also heißt die App. Die heißt genau. So. Die App heißt so. Die jetzt ja total und auf den Markt kommt. Richtig, die ganze Softwareentwicklung ist natürlich nicht über Nacht gemacht. Da müssen wir uns natürlich vollkommen drüber bewusst sein. Ja, jeder, der ein bisschen in dem Thema unterwegs ist, der weiß, wie schwierig es ist, eine App mit Substanz auf den Markt zu bringen, weil das Schwierige an diesem ganzen Thema ist, wie kriegst du wirklich übers Telefon gute Daten hin. Das ist es. Wenn du den Daten nicht vertraust, dann kannst du das Thema sofort in den Müll werfen, sondern es geht, weil, dann, worüber sprechen wir, dann ist das eigentlich nur eine Form der Ästhetik. Und mit Motion to Coach haben wir es jetzt geschafft, den Körper wirklich so abzubilden, wie dass ich analysieren kann. Ja, dass ich wirklich eine gute Datenbasis habe. Und für den Golfmarkt vollkommen klar, stellt euch vor, ihr seid auf der Driving Range und ihr kriegt jedes Mal ein Live-Feedback, wie nah ihr daran an eurem Verbesserungsthema dran seid, das, was ihr mit eurem Coach erarbeitet habt. Sagen wir mal, ihr wollt, weiß nicht, eure Schultern im Rücksprung mehr rotieren und zwar auf 80 Grad und ihr seid aktuell bei 70 und schafft es über verschiedene Drills mit dem Coach dahin zu kommen, speichert euch dann diesen Schwung als Referenzschwung ab und könnt von dort aus auf der Driving Range immer dagegen trainieren und es gibt jedes Mal ein Feedback, du bist so weit weg, geschafft, so weit weg. Dann kann ich ein Gefühl viel mehr mit der Realität verbinden. Das ist mal diese ganze Coaching-Nummer im Golf. Was für mich aber jetzt im Long Drive und aus dem Sport super interessant ist, ich kann besser beantworten, woran liegt's? Was ist es denn? Weil es ist oft die Frage... Haben wir da auch drüber diskutiert. Ja. Ne? Was macht den Unterschied von Tag zu Tag? Warum bin ich heute dreimal schneller, langsamer? Ich fühle es nicht. Manchmal fühle ich mich super und ich bin aber auf der... Die Zahl reflektiert es nicht. Ja. Und dann manchmal, wie gesagt, mit dem Jetlag und so weiter, ich fühle mich, ey Leute, heute gar nicht schlagen und dann auf einmal haue ich da einen Rekord. Gestern zum Beispiel, ich haue hier meine persönliche Bestleistung, 233 Ballspeed, was total gaga ist. Ich habe davor 4 Stunden geschlafen die Nacht, weil ich die Slides fertig gemacht habe. Ja. Ja, und das sollte eigentlich, so wenn du von außen drauf guckst, nicht existieren, aber es war der Fall. Und jetzt kann ich über das Motion Tracking halt wirklich sagen, das und das und das war unterschiedlich. Ich kann es quantifizieren. Und das kann ich jetzt, dann können wir das Thema unendlich spinnen, weil ich brauche ja nur mein Telefon und meinen Tripod. Jetzt kann ich zum Beispiel auch sagen, was ist denn mein Unterschied von der Driving Range zum Golfplatz? Weil wir wissen, da passiert was dazwischen. Eigentlich ist das gleich, aber irgendwas passiert. Wenn ich, du Martin, ich sag dir, ne, bei der World Championship, wenn ich meine Leistung von der Driving Range 1:1 aufs Grid gebracht hätte, dann hätte ich das Grid nicht verfehlt. Also gar nicht. Ja, ja. Ich war der Driving Range König. Ja. Da bum, bum, bum. So einfach. Das Einfachste der Welt. Ja. Und dann irgendwas passiert dazwischen, weil ich zum Beispiel, was ich schon gesehen habe, so mein erster Indikator ist, wenn das Adrenalin dann auf einmal pumpt, du wirst schneller, hektischer. Ja. Du wartest nicht mehr so lange. Und so diese ganzen Sachen. Aber dann kann ich wirklich quantifizieren, das sind meine Zahlen dazu. Und dann kann ich danach auch sagen, der Schwung war besser, der war schlechter, der war näher da dran. Oder auch 3 Varianten. Jo. Das ist ja auch, ich sage mal, es gibt wieder nicht, wenn man wieder nicht in diesen Grenzen denkt, es ist nicht der Schwung, der immer so sein muss, sondern vielleicht habe ich ja 2, 3, 4, 5, 6 Varianten, die funktionieren. Mein Montagsschwung. Ja, so wie es ein Montagsauto gibt. Ja, und den Adrenalinschwung und den Driving-Schwung, das ist ja auch bewusst. Absolut. Und wie kriege ich dann trotzdem hin die Genauigkeit und natürlich den Speed und ähnliche Dinge zu bekommen? Also was ich beobachtet habe, was interessant ist, was ich beobachtet habe, ist so mein Trainingsschwung, ist immer so 2, 3 Monate dem Competition-Schwung voraus. Ja.
ich brauche halt ein bisschen Zeit, dass ich das dann da auch etabliere und reproduzieren kann unter Adrenalin, Druck und allem, was dazugehört. Und da lerne ich immer wieder von, weil, und ich lerne nur davon, wenn ich Competition spiele, aber jetzt kann ich das Thema wirklich in Zahlen packen. Ja. Dann sehe ich, welche Körperelemente sind es denn? Und jetzt stell dir vor, ich würde diese zwei Schwünge vergleichen und ich sehe dann einen nach Abweichung sortierte Datenpunkte und kann analysieren, was ist denn der Hauptgrund? Ja, ich bin, also wie gesagt, da stehen wir noch am Anfang, weil wir haben ja bisher noch keine Systeme, die das liefern. Das wird jetzt ja erst kommen. Genau. Ich habe da noch ein paar andere Gedanken dazu, auch zu sagen bewusst, welche Dinge kannst du in welchem Korridor variieren und sind noch okay? Und ab welchem Punkt kippt das in bestimmte Dinge. Und ich glaube eher, dass wir in diese Richtung suchen müssen, weil wir auch beim Golf und auch beim Long Drive, auch wenn natürlich das eben ist, aber trotzdem zwei Stunden später, andere Temperatur, Körper ist anders. Wir haben auch da sehr viel Variabilitäten. Das heißt, in welcher Variabilitätsbandbreite kannst du dich bewegen und trotzdem noch die Performance abrufen? Mhm. Das ist das eine. Und auch was du eben sagst, auch da bin ich gespannt, in der App zu sagen, die Variabilität bei bestimmten Bewegungen, neuen Bewegungen, du sagst 2 bis 3 Monate, was extrem schnell ist, sowas, ein Transfer ins Turnier oder eine Drucksituation zu machen. Ich sag mal, ein normaler Golfer und auch ein Tourpro, die ich ja auch reichlich immer für Sachen, wenn wir sagen, wir brauchen von Transport einer neuen Fertig- und Fähigkeit bis hin zum Turnier 9 bis 12 Monate, bis sie wirklich gesettelt ist. Ja. Auch beim Amateur, man muss nicht 7 Tage die Woche das machen, man muss sich nur regelmäßig damit beschäftigen. Ja. 3x die Woche 5 Minuten, fokussiert. Aber das ist, Hirn, man merkt schon wieder. Und das braucht, bis es dann automatisiert ist oder auch das ist. Da kann man auch sagen, bis zu welchem Speed geht das? Ja. Geht das jetzt bei dir bis 145, 48, 52, 56, was auch immer noch kommen wird? Ja. Oder wo kannst du das schon abrufen? Ja. Was ist deine effizienteste Trainingsspeed, um neue Bewegungen zu machen? Ja. Ist ja auch nicht Vollgas, sondern zu sagen, wie gehst du dahin? Oh, jetzt kann ich es mit einem gefühlten 70, dann 80%. Ich glaube, auch die Trainingseffizienz können wir damit auf den entscheidenden, auf diesen Challenge-Point, wie es heißt, auf den Punkt, wo ich es noch gerade hinkriege und am meisten lerne, absolut, bringen. Und das sind ja Punkte, wo ich sage, das haben wir gestern im Summit noch nicht so thematisiert, wo ich sage, da sind ja noch Möglichkeiten nach Sachen, die wir immer gesucht haben. Aber deshalb, die bringen wir hier auch immer ein, bei anderes, wo wir sagen, nicht umsonst sind wir in diesem Advisory Board und machen genau das, weil das ja auch unser Wunsch ist. Wir wollen ja, dass Leute effizient trainieren können. Wir wollen, dass die Leute den Trainingsfortschritt tracken können. Jetzt habe ich was gemacht, ich merke das ja noch nicht auf der Runde, wie du sagst, Mensch, erstmal hauen die immer den Quick-Hook. Genau. Sag, ja, nee, du bist aber jetzt schon, du hast schon 30%, dann 40, 60, 50, irgendwann kippt das des Weges gemacht und plötzlich kippt es ins Positive, auch draußen im Score. Ja. Ne, diesen Weg aber auch Mut zu machen, sagt, nein, ihr seid dabei, ihr seid auf der Reise, ihr seid jetzt schon von hier nach da gegangen, geht noch 3 Schritte und dann kommt ihr plötzlich um eine Ecke, da wird es wieder anders, dann seht ihr plötzlich, wie die Sonne aufgeht. Und die Basis von dem allen ist halt eine gute Datenbasis, ein gutes Tracking. Und was du, was ich mitnehmen kann und nicht genau habe. Richtig. Und die Möglichkeit, oder die erfasst sind, ohne dass ich was anders machen muss. Das ist so, dass ich was anziehe oder ähnliches. Dass ich halt, dass es ein echtes Tracking ist. Und was ich dann mit den Daten mache, das ist unendlich. Das ist ein super mega Anwendungsfall. Ja. Und dann kannst du nachher, wenn wir genug Daten haben, sowieso mal vieles wahrscheinlich noch mal überdenken. Wir werden in 2 Jahren ganz andere Dinge erzählen als heute. Ja, das ist wirklich, ja. Also mir macht das ja Spaß. Ich finde es ja immer gut, immer dazu zu lernen, Sachen. Aber es ist ja immer Wissenschaft, ne? Und Analytik ist nun mal Neues zu entdecken und auch zu revidieren. Ja. Und das, finde ich, ist ja auch immer die stärkste Fähigkeit und nicht festhalten an. Genau. Und dann aus dieser, das habe ich gestern im Summit auch gesagt, das ist so ein mir mega wichtiges Thema, dass du aus dieser Komplexität heraus, die ja schon, also ich meine, nachher ist es Statistik, Datenerfassung und Statistik und viel Physik und was Heider gestern vorgestellt hat, das ist ja, das kannst du ja gar nicht greifen. Ja, Forces on the Handle und diese ganze, das ist Wahnsinn. Ja? Aber dass wir es schaffen, aus diesen komplexen Themen für den Durchschnittsgolfer oder für jedermann, was Gehirngerechtes, Einfaches hinzukriegen, ein Tool, wo ich mitarbeiten kann, wo ich sage, das ist so intuitiv, das ist so logisch, das ist so einfach zu verstehen, dass es mir es viel leichter macht, besser zu werden. Und das finde ich so beeindruckend, dass aus Komplexität dieses Simple entstehen kann. Ja, und das werden wir ja fortsetzen, auch mit deiner Reise zur nächsten Weltmeisterschaft, was das eben angeht. Und da freue ich mich auch unglaublich, dass wir da das zusammen machen, austauschen. Und da werden wir natürlich noch öfter davon berichten, ne, in Zukunft. So machen wir das. So ist das dann. Und dann kannst du mal sagen, was auf deinem Shirt steht hier. Das ist genau, das ist das vom Josh Koch.
Hier, das ist eins seiner Designs. Ja. Und darum geht's, ja. Ja, no one cares, swing harder. Genau. Ja, hat recht. Hitbombs. Hitbombs.com ist seine Seite. Macht da ein Coaching-Programm und ich bin gerade kurz davor, damit einzusteigen in verschiedenen Bereichen, weil wir es ergänzen wollen, weil das komplette Spektrum eben Bomben zu schlagen am Ende besteht aus verschiedenen Teilen. Also wir haben eben einen großen Mechanikteil, gar keine Frage, aber es gibt halt Trainingsmethoden mit dem Overspeed-Training, Impact-Training und so weiter, wo du ja auch immer. Richtig, wo du auch immer unterwegs bist, was eben ineinander greifen muss. Da sind wir gerade dabei, das ganze Thema zu ergänzen, aber am Ende, es interessiert keinen. Arbeite. Deine Entschuldigung interessiert keinen. Put the work in und dann können wir drüber sprechen. Ja, und Josh ist gerade da drüben, ist gerade reingekommen, ihr seht ihn gerade nicht. Ja. Auch ein Top-Long-Driver, ja. Auch unabhängig davon, dass Hitbombs. .com-Programm habe ich mich einfach nur angemeldet und einfach gekauft. Das Abo, ich zahle dafür nach wie vor jeden Monat, weil ich es einfach gut finde, guten Inhalt halt. Ja. Und da frage ich auch nicht nach, das haben die Leute verdient. Wenn da so viel Zeit reingeflossen, die Ideen natürlich, zusammen mit dem Dana Dahlquist, auch einer der besten Trainer aus den USA, da sind ja auch Buddies und du kommst jetzt noch mit dazu für die nächste Hitbombs 2 genau. Oder wie man das dann heißt. Wie wir es auch nennen, ja. Das sind halt auch Entwicklungen, wo jeder dann profitieren kann von dem Know-how. Und das ist wieder so eine Nummer, ich hatte es ganz zu Beginn erwähnt, so als Longdriver und Geld verdienen, nur über Preisgeld, da sind wir noch nicht. Ich hoffe, dass es besser wird über die nächsten Jahre. Gar keine Frage. Und da sind so ein paar Sachen in the making, aber es waren lange Sachen in the making. Also mal gucken. Aber Josh ist ein gutes Beispiel dafür, dass er sagt, ich komme von der Seite der Biomechanik und des Coachings und ich nutze die Sachen, die ich aus dem Longdrive gelernt habe, um anderen Leuten zu helfen. Und das ist auch nicht nur dieses drauf prügeln und ich hau mal ein paar Bälle, sondern es ist ein sehr analytisches Vorgehen und deswegen ist auch Josh Teil des Teams bei Fenris, weil er nochmal einen anderen Ansatz mit reinbringt und ich glaube, so was mir so gut gefallen hat gestern, ist dieser komplette Kreis an Leuten, die wir hier zusammengebracht haben, die mitwirken. Das ist nicht dieses ich weiß es und ich habe die Weisheit mit Löffeln gefressen und so muss es sein, sondern es geht ganz klar in die Richtung, ich habe gesehen, dass diese Prinzipien funktionieren, wie können wir das möglichst gut zusammenbauen und es ist ein Austausch, es ist ein Lernen, jeder lernt die ganze Zeit, jeder bringt seine Teile mit und deswegen glaube ich, ist dieses, alles was ich gerade an Tracking erzählt habe, eine super Basis, um jetzt mit dem Wissen, was wir schon haben, da immer mehr drauf aufzubauen. Ja, ich sag immer Brainstorming, weil unsere Brains sind dann wirklich immer, wenn wir unsere Sessions haben, unsere Weekly Sessions, wo wir wirklich sagen, da kommen so viele Gedanken miteinander. Keiner meint, er hat irgendwie, ist der Bessere, ist der Andere. Es geht wirklich nur darum, was wir, das ist auch diese innere Motivation. Wir haben eine Sache gefunden und eine Motivation, ein Projekt und diese Sachen voranzubringen, wo wir alle Bock drauf haben. Ne? Alex Ehler zum Beispiel gestern im Fitnessbereich. Da machen Leute Sprünge und andere Dinge und wir können analysieren, was vielleicht an Schwunggeschwindigkeit und anderen Dingen kommt. Da werden wir noch viele, viele Sachen eben machen. Aber das ist dann der Punkt. Richtig. Martin. Wir haben jetzt viel und die Tage zusammengebracht. Danke nochmal für das Interview, weil in Deutsch, glaube ich, mit dann das Ausführlichste, das werde ich die Tage dann online stellen. Ist es mein erstes auf Deutsch? Ja, super, danke. Du machst es als Podcast/YouTube-Video? Das kommt ein YouTube-Video. YouTube-Video, ja. Dann als Video, natürlich ist das mehr Talking Heads, wie man so sagt. Ja, klar. Ich kann noch ein paar Schwünge und ähnliche Dinge zeigen, aber das was eigentlich cool ist, ist das jetzt hier nochmal zu teilen und die Reise noch, ich habe ja schon ein paar Contents mit dir, das wieder weiter fortzusetzen. Ich freue mich. Ganz herzlichen Dank. Ich danke dir, Martin. Buddy. Super war das. Okay.